Herzlich willkommen. Heute machen wir ein Gemüsedrink. Ja, was Leckeres zum Frühstück. Etwas ganz Gesundes und nicht nur fürs Frühstück. Das kann man eigentlich morgens, mittags, des Abends machen. Es ist praktisch so eine Art Flüssignahrung. Ja. Was brauchen wir für Zutaten? Wir nehmen 2 Bananen, eine halbe Gurke, 1 Asiasalate aus dem Garten. Wenn man natürlich so etwas öfters machen will, dann muss man natürlich zusehen, dass man im Garten genügend Asiasalate anbaut. Man kann auch Basilikum nehmen, andere Salate wie Kopfsalate und so weiter. Aber der Vorteil der Asiasalate ist, dass die unwahrscheinlich schnell wachsen. Man kann die immer wieder neu aussehen und man kann bis im September immer noch aussehen und immer noch Oktober, November immer noch ernten. Und sogar im Dezember ist eine Ernte noch möglich, denn diese Salate sind frostfest bis minus 10 Grad. Ja, also Asiasalate haben einen Wahnsinnsvorteil gegenüber herkömmlichen Salate. Deswegen Geheimtipp von uns, Asiasalate anbauen. Es wirklich gibt verschiedene Geschmacksrichtungen, wirklich wunderbar und sehr schmackhaft. Ja, und wir nehmen Haferflocken. Ja, im Prinzip ist es im Prinzip ganz, ganz einfach. Wir fangen jetzt einfach mal an. Die Bananen sollten schon reif sein. Also die sollten jetzt nicht grün sein, sondern die sollten schon schön reif sein. Hat man morgens immer schnell gemacht. Die Gurken etwas in Scheiben schneiden. Wir tun die Gurken schälen, weil es sind gekaufte Gurken. Deswegen schälen wir die. Dazu kommen jetzt die Haferflocken rein. Oh, da kann man schon eine ordentliche Portion reinmachen. Und unsere Asiasalate. Die machen wir jetzt schon mal so ein bisschen klein. So, und das Ganze wird jetzt mit Wasser aufgefüllt. So, also ordentlich, denke man kann das sehen. Ordentlich viel Wasser rein und dann braucht man einen Pürierstab. Der ist völlig ausreichend dafür. Das nehmen wir mal auf Seite. Und dann schön richtig fein pürieren.
So, man sollte darauf achten, das Ganze schön fein zu machen. So, wie das Ganze aus? Ich fülle das mal in ein Glas. So sieht das ganze Getränk aus. Sowas kann man natürlich auch im Handel kaufen. So kleine Fläschchen. Ungefähr, das ist ja viel drin für 2,50 €. Ja. Viel zu teuer. Selber machen, wie sage ich immer, ist immer besser und schmeckt auch natürlich immer besser. Und es ist viel, viel gesünder und schmeckt fantastisch. Einfach wunderbar. Ja, einfach zum Nachmachen. Wer jetzt also mehr wissen will über Selbstversorgung, Wachteln, Bienen, Kräuterpflanzen, der sollte diesen Kanal abonnieren. Und wer Fragen hat, einfach unten in die Kommentare schreiben. Wir sehen uns die Tage wieder. Ciao.